Hallo, herzlich willkommen zurück zu Mad Games Tycoon. Wuhu, yay, ich habe dran gedacht. Wir sind dabei, unser erstes Sportspiel zu entwickeln. Also, ja, ne? Und unser Superrunner 5 Eigenproduktion auslaufen zu lassen, wo wir ein bisschen viel zu programmiert haben. Produziert haben, nicht programmiert, sondern produziert. Ich hoffe, es gibt der Hype hier noch mal ein bisschen was drauf. Und eigentlich müsste doch gleich wieder eine Convention kommen. Aber nein, kam nicht. Der Hype ist da. Ich sehe, der Hype ist da. Ich sehe, der Hype ist da. Ich sehe, der Hype ist da. Nein, ihr habt kein Problem. Ich bin immer noch da. Aber doch, der verkauft sich auch wieder ein bisschen besser. Zu wenig. Ich werde oft so viel Millionen, zu viel produziert, ey. Gut, konnte ich vorher nicht wissen. Ich dussel. Produktionskosten 190 Millionen. Zu viel. Viel zu viel. Viel zu viel. Da hätten wir mehr rausschlagen können. Okay, das war vor dem Update, wo ich das getestet habe. Jetzt mittlerweile weiß ich dann also, brauchen wir nicht mehr so viel produzieren. Könnte ich den kleinen Raum nicht auch wieder abreißen? Mache ich da noch ein bisschen Gewinn? Naja, gut. So, hier geht's weiter. Da geht's auch weiter. Sollte funktionieren. Falls ihr mich eben gehört habt, ich habe meine Mute-Taste wieder gesucht und ich hoffe, ich habe sie gefunden. Falls nicht, tut es mir sehr leid. Musste mich mal wieder räuspern. So, den Raum reiße ich ab. Jupp. Kluck hat's gemacht. Kluck. Und wir haben noch einen Restbestand. Den möchte ich gerne verkaufen. Puh, für 22 Millionen. Ey. Gut. Okay, was willst du machen, ne? Hauptsache weg aus dem Fenster. Gut, ich könnte ein Budget-Game anbieten davon. Ich könnte es als Budget verkaufen. Ist jetzt eh zu spät. Vom Markt nehmen? Welches Spiel vom Markt? Quatsch. Wozu sollte man sowas machen? Nee. Zweitvermarktung hätte ich machen können. Budget-Spiel und dann hätte ich hier sagen können, Superrunner 5 als Budget-Spiel und so weiter und so fort. Will ich jetzt natürlich... Nein! Ach nö! Ach Jungs, da ist jetzt ein Bug von euch, oder? Jetzt habe ich das echt als Budget-Spiel und habe keine... Wann habe ich das letzte Mal gespeichert? Ich frage mich echt gerade, wann ich das letzte Mal gespeichert habe. Ich guck mal ganz kurz nach. 65 M3W4. Haha, gut. Okay. Mein Autosave rettet mich gerade. Ihr werdet es mir verzeihen. Ich werde das jetzt mal eben kurz da laden. Das ist, also ganz ehrlich, das war nicht beabsichtigt, ne? Sorry, das war nicht beabsichtigt. So, Superrunner läuft noch aus. In den letzten Tagen. Seinerseits. Okay, ist eine kleine Wiederholung für euch. Aber komm, damit müsst ihr erleben jetzt. So, zack. Animation einstellen hier. Ja, tut mir echt leid für euch, aber wie gesagt, ich werde den Raum hier abreißen. So, das machen wir direkt. Habe ich dran gedacht. Ey, das ist, nee, komm, den Hype lasse ich es auch sein. Wobei, der Hype ist schon drin, der Hype. Ja, komisch, Déjà-vu, ja, ich weiß. Müssen wir jetzt gerade nicht drüber reden. Und ganz ehrlich, bei der Masse, die wir jetzt hier haben, werde ich jetzt hier hingehen und werde jetzt, ne, und hier nicht, werde ich jetzt hier hingehen und sagen, Zweitvermarktung, Budgetspiel, Superrunner 5, wie viele Wochen als Budgetspiel, Moment, wie viele, in wie vielen Wochen wollen sie, eine reicht ja, ne? Was schreibe ich denn dafür einen Mist zusammen?
Budget. So, natürlich kann ich auch mal ein Bad hintermachen oder sowas. Oder E für Echo oder keine Ahnung. Komm, reicht schon so. Damit habe ich das. Eine Woche, null Wochen. Ich hab's ja direkt. Ich kann es eigentlich direkt promoten, oder? Aber ja, komm. Wir machen mal eine Woche. Ja, komm, zwei Wochen machen wir. Dann werde ich nämlich noch mal kurz eine Marketingkampagne dafür starten. Und wir haben Superhelden. Hey, wir haben immer noch den Hype. Super. Aber nur zwei Wochen. Aber ist egal. So, Budget. 19. Jo, passt, ne? Würde ich sagen. Kommt auf jeden Fall wieder eine farbige Anleitung rein. Dann haben wir 15. Reicht. So, jetzt habe ich 10 Spiele auf den Markt gebracht. Jetzt habe ich endlich meine Plattform. Hätte ich das eher gewusst. Mann. Egal. Kannst nichts machen. So, Marketingkampagne starte ich jetzt für das Budget-Spiel. Da werden wir direkt mal eine dicke reinhauen. Innerhalb, dass wir von 2 Wochen damit fertig werden. Budget-Spiel. Cool. Hätte ich nicht gedacht, dass das funktioniert. Ja, ist so gut. So, zack. Ich habe keinen Hype. Ich sehe es. Ich habe keinen Hype. Und er ist erst zu 77% fertig. Oh, aber da wird schon gut verkauft. Da wird schon sehr gut verkauft. Und wir kriegen einen Hype. Jo. Marketingkampagne starten für Budget-Spiel. Zack. Die ist schneller fertig. Okay, was habe ich jetzt hier verpasst? Nichts. Das kommt dahin. Das kommt dahin. Sieht doch so, machen wir auch noch ein bisschen Geld mit dem Restbeständen. Das finde ich cool. Das finde ich richtig gut. Kann ich nicht meckern. Kann ich echt nicht meckern. Finde ich gut. Ein Hype von 12. Jetzt kommt gleich wieder die Messe. Das heißt, wir nehmen da wieder den großen. Und nochmal eine Marketingkampagne starten. Nochmal die gleiche. Und die Messe kommt jetzt. Tada. Budget-Spiel und Olympische Spiele. Run-Olympische Spiele meine ich natürlich. Sorry, mein Fehler. Habe ich da verlesen. Neue Fans braucht das Land. Und einen Hype haben wir bekommen. Sehr schön. Boah, jetzt geht hier die Luzi aber richtig ab, wa? Jetzt geht's hier richtig rund wieder. So, wie weit bist du denn? Du kannst alles so ein bisschen. Trainingskurs. Kleiner Trainingskurs in Musik. Und du? Kleiner Trainingskurs in Grafik. Komm, läuft schon. Machen wir nochmal. Fürs Budget-Spiel. Sehr gut. Dann haben wir auch einen guten Hype. Sieht gut aus. Seht ihr, wer zu viel produziert hat, so wie ich, ihr werdet es trotzdem noch los. Macht ein Budget-Spiel daraus. Und ihr seht nochmal hier, guck mal. Ich hätte es verkauft für 22 Millionen. Für 22 Millionen hätte ich das ganze Lager verkauft. Ich habe jetzt noch nicht mal die Hälfte des Lagers und habe schon 62 Millionen eingenommen. Tja, man muss wissen, wie es gemacht wird. Der Run hat wieder gute Ideen hier. So, will ich denn nochmal einen Hype? Jo, ich will noch einen Hype. Nochmal aufs Budget-Spiel. Immer weiter. Marketing, Marketing, Marketing. Vielleicht verkauft sich das sogar so gut, dass wir nachproduzieren müssen. Wenn der Hype etwas schneller runtergeht. Aber ich glaube, ich produziere schnell den Hype nach. Jo, ich produziere den Hype schnell nach. Jetzt gehe ich einmal auf den hier. Nein, interessiert mich nicht. Ah, noch 8 Millionen haben wir. So, Animationen sind auch durch. Und jetzt kommt der Hype-Mond drauf und 63. Ganz ehrlich, da mache ich doch lieber sowas, um den Hype zu halten. Als alles andere.
Damit bin ich wenig schneller durch und krieg den Hype noch höher gedreht, als ich eigentlich. Na komm. Oh nee. Seht ihr? Jetzt hat's nichts mehr gebracht. Gut, der Hype ist hiermit beendet. Ah, nein. Im ersten Moment dachte ich, da wäre noch, aber ist nicht. Dann nehmen wir jetzt hier noch einmal den großen. Leider muss ich den dann wohl wählen. Ich hoffe, dass es noch passt, zeitlich. Wäre schade, wenn nicht. Habe ich 500.000 Fenster rausgeschmissen, aber es müsste eigentlich passen. Pass auf, pass auf. Das machen wir anders jetzt. Das machen wir Preis und Vermarktung. Dann gehen wir hier runter auf 17. Und dann verkaufen wir vielleicht noch ein paar davon. Ja, ich glaube, der Hype ist auch nicht mehr so da gewesen. Aber er kommt, es geht weiter. Langsam geht's weiter. So. Da noch die letzten und dann geht's auch an die Bugbeseitigung, die ich mittlerweile schon einmal sehen kann, wie viele Bugs da drin sind. Okay, ich sehe aber etwas anderes, nämlich die beiden Kollegen hier, die Game Design. Komm, Game Design Crash Kurs. Ruhig einen mittleren. Und du? Nix. Ja, komm, du ziehst hier rüber. Und du? Wir sind jetzt komplett gründig nochmal aufgebaut. Womit fangen wir an? Wir fangen mit Game Design an. Dann haben wir das Thema hinter uns. Dann haben wir wenigstens einen, der groß ist im Game Design. So, läuft. Ah, ihr seht, wir verkaufen doch nochmal. Oh, sehr schön, das Budget-Spiel. Und, ah, herrlich. Damit verkaufe ich vielleicht doch noch ein paar mehr. Ja, der Hype bringt ein bisschen was. Ja, aber nicht mehr viele, ne? Nicht mehr viel. Was? Oh nein! Och Mann! Ich bin doch gerade doof, ey! Spiel verwerfen. Spiel verwerfen. Will ich nicht. Ey, ich. Dose. Jetzt habe ich das bezahlt. Ja, komm, wird mir schon nicht wehtun. Wird mir schon nicht wehtun. Aber wisst ihr, was mir gerade auffällt? Wir haben so viel Kohle. Wir haben so viel Kohle. Und ich, Dussel, habe ganz vergessen, mal die Entwickler zu gucken. Und wir sehen hier die Entwickler. Ach ja. So, wir wollen erstmal nur 5 Sterne Spielchen haben. Alles andere wird jetzt abgelehnt. Leider funktioniert das noch nicht. Ich denke mal, das hat sich auf diese Publishing-Angebote. Hat das einen Wert? Jo, wen, liebe Leute, wen könnte man denn mal aufkaufen? Blizzard Entertainment wäre doch nicht schlecht. Haben auch gute Spiele rausgebracht. 64. Logster, wie viel hat der Logster rausgebracht? Ja, auch nicht schlecht. 53 hat Logster rausgebracht. Software 67. Boah, haben die Spiele rausgebracht. Ich glaube, ich kaufe die Software auf. Und die alter Falter, die sind ja richtig kräftig. Sind richtig gut dabei, wa? Guck mal hier, so ein kleines Studio. So ein kleines Studio. Boah, haben die gute Spiele rausgebracht. Das ist nur ein Ein-Stern-Studio und die haben richtig dick Asche gemacht. Leck mich am Arsch. Skullfrog. Ach, 50. Ja, ich bin dafür, wir kaufen ID-Software auf.
kaufe jetzt die 25, ich kaufe jetzt 100% der Aktien. Verkauft die auch nicht, vielleicht behalte die und werde die Geschäftsführung, werde dir noch einen Stern verpassen und dann dürfen sie Games in meinem Namen produzieren. Klack, klack. So, hab ich. Ich könnte jetzt genau wieder 25% der Aktien verkaufen, das heißt, die würden dann den Firmenwert quasi wieder auf dem Konto kriegen. Wenn der jetzt steigen würde und wir würden sie dann verkaufen, die Aktien, dann würden wir natürlich Gewinn machen. So, Geschäftsführung. Wir machen hier eine Finanzspritze. Kostet mich 15 Millionen. Damit erhöhen wir das Ding um einen Stern. ID Software, Firmenlogo bleibt. Thema, könnte automatisch wählen. Genre, könnte auch automatisch wählen, wa? Oder wollen wir nur Genre vom Jump'n'Run haben? Komm, macht mal Tochterfirma veröffentlicht Spiele automatisch. Spiele nur für die eigene Konsole entwickeln. Nein, doch. Ich habe zwar noch keine eigene Konsole, aber gut. Wobei, wenn ich das nur mache für die eigene Konsole, ja, dann ist aber auf jeden Fall drin, ne? Dann ist er auf jeden Fall drin. Button Firma schließen habe ich nie gedrückt. Traue ich mich auch gar nicht ran. Ja, komm. Wir machen, ja, das wisst ihr was, dann machen wir. Wenn das Spiel fertig ist und die Updates draußen sind, von unserem Soccer Game, dann machen wir folgendes. Dann werden wir in die Konsolenforschung wandern mit den Besten der Besten. Alle, die alles auf 100% haben, damit werden wir da reinwandern und werden unsere eigene Konsole erstellen. Dann werden wir in der Marketingabteilung gute Werbung für unsere Konsole machen. Ich habe hier noch einen Kollegen, den schicke ich jetzt direkt dort mit rein. Auch wenn es noch passt, aber der kann ja schon mal lernen. So, und wenn wir das fertig haben, dürfte jetzt durch sein. Jupp. Wenn wir das fertig haben, Personal zuweisen. Dorthin bitte. Bugs entfernen. Ich wiederhole mich. Wenn wir das fertig haben mit der Konsole, dann haben wir ja eine Konsole, die den Marktanteil quasi erhöht wird, weil ID Software. Was war ID Software? Boah, ich weiß es gar nicht mehr, wie ich ihn gekauft habe. ID war es, ne? ID Software, ja. Wird dann ja Spiele nur für unsere eigene Konsole entwickeln. Was dann wieder heißt, dieser Marktanteil an unserer Konsole steigt. Und ich glaube, ich hätte noch mal Bock, noch eine zu kaufen. Wisst ihr das? Guck mal hier, unten. Zyrtec. Kostet nicht viel. Aber nee, besser hier. Red Island Studios. Kostet weniger. Hat 3 Sterne. Könnte ich. Hier, noch besser. Kostet noch weniger. Ich glaube, die kleinste nehme ich. Naja, ich nehme die kleinste. Und die kleinste weitere Firma wäre Pungie Software? Kann das sein? Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Zack. Und damit. Wie viele Games haben die daraus? Oh, 45, 54. 45. Mein Gott, 45. Geht da noch. Finanzspritze. Zack. Haben wir. Firmenlogo bleibt. Genre automatisch. Klack, klack. So. Wenn diese Firma jetzt was veröffentlicht, auch gut. Auch in unserem Namen. Und geht auch auf unser Konto. So, Aktienanteil. Ich habe beide Firmen hier mit 100% Aktienanteil. Das freut mich. So. Jetzt müsste man natürlich noch sehen, wie hoch ist denn der Gewinn, den ich durch diese Firma erwirtschafte. Das müsste man sehen. Und ich glaube, ich gucke mal in der Einstellung, ob da was mit Tochterfirma drin steht. Anzeige von Kosten auf dem Spielfeld verbergen. Nee. Arbeit abgeschlossen, Icons. Mitarbeiter-Icons. Ja gut, das lasse ich jetzt auch trotzdem drin. Erfahrungsgewinn verbergen. Nee. Beraterhinweise bleiben. Mad Conventions verbergen. Nee. Ja, die nerven. Mad Games Awards könnte man einschalten, aber ich kriege die Fans oder so. Will ich nicht. Kopierschutz Hinweise vergeben? Hä?
Engine-Hinweise vergeben? Wozu? Nee, brauche ich nicht. Ach ja, ich habe ja hier die Spiele-NPC, NPC-Spiele-Releases ausgeschaltet. Nach dem Motto, der und der hat folgendes Spiel veröffentlicht. Weil es nicht meine Engine ist, zum Beispiel, dann sehe ich ein Spiel, was veröffentlicht wird, aber nicht mit meiner Engine programmiert wurde. Und wenn es meine Engine ist, sehe ich ein Spiel, was veröffentlicht wurde und sehe meine Engine, ich habe einen Gewinn an diesem Spiel. Ole, ole. Nee, brauchen wir nicht. Deshalb nervt es. Zumindest war es früher so. Ich möchte jetzt nicht beurteilen oder sagen, dass es anders ist, aber so, ich habe keine Option gefunden dafür, also dementsprechend machen wir weiter. So, wunderbar. Spiel wird fertig programmiert. Die sind auch fleißig am Lernen. Und da gibt es wieder Aufträge, um die Kosten etwas geringer zu halten. Die laufenden Kosten. Tack, 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 tack. Und wir sehen, die Bugs dezimieren sich schneller als ich dachte. Die dezimieren sich schneller als ich dachte. Ich glaube, ich muss da noch mal ein paar Leute ins die Programmierung schicken. Mal kurz gucken, wie weit der Kollege hier hinten ist. Vergessen wir es, glaube ich, oder? Kann er noch nichts. Der kann ja echt noch nichts. Und hier habe ich keinen mehr drin. Gundel. Ich habe auch keinen für Geschicklichkeit. Ich habe nur einen für Arcade und der ist schon drin. Nee, komm. Weil Geschicklichkeit, Arcade, Kampfspiel und es ist jetzt das Ironische daran, Third-Person-Shooter. Könnte man mit einem Sportspiel verbinden. So, wir sehen. Verkaufen nur noch wenige. Meiner Budget. Ah, ich habe da noch eine Idee. Preis und Packung. Kann ja nicht schaden. Komm, gehen wir runter auf 15. Vielleicht verkauft sich das ja noch ein bisschen besser jetzt. Aber wenn nicht, ist egal. Ja, seht ihr. Ja, langsam, mühsammäßig Eichhörnchen, aber geht schon. So, Grafikverbesserung habe ich auch alles fertig. Das heißt, wir ziehen um. Personal. Neu zuweisen. Dorthin. Und dann stelle ich fest. Ich meine, ich könnte Run nehmen, ich könnte Run da vorne reinsetzen. Ob das so abtrünnig ist dem Spiel gegenüber, weiß ich nicht. Ja, ich glaube, das mache ich auch, ne? Ne, komm, wir nehmen Fifi für interaktiven Film da rein. Weil ich habe noch kein Genre entdeckt, was interaktiven Film drin hat. Deshalb glaube ich einfach, dass der interaktive Film so ein Eigending ist, was immer geht. Haben wir hier noch einen für einen interaktiven Film? Jo. Dann nehmen wir die beiden damit rein. Dann sollte das gehen. Kommen wir auch schneller. So, Super Runner, Budget. Also ganz ehrlich, ja, dafür, dass ich 147 Millionen, also fast 148 Millionen damit noch gemacht habe und die nicht vorher einfach als Restbestände verkauft habe, kann ich eigentlich nicht meckern. Kann ich echt nicht meckern. Da habe ich mich nochmal gut aus der Affäre gezogen. Ich habe natürlich immer noch 6 Millionen übrig. Gehe ich von aus. Aber wenn ich die jetzt verkaufe, kriege ich genau 6,69 Millionen dafür. Boah, das ist doch geil, oder? Vom Markt genommen, Lagerbestand und Budgetspiel. Okay, jetzt kann ich hingehen. Zweitvermarktung, Budgetspiel, okay, kann ich nicht. Bundlespiel, ich kann jetzt hier, und das ist das Schöne, ein Spiel wählen, welches ich in irgendeinem Bundle packe. Das heißt, für mich, wenn ich jetzt ein Bundle machen möchte, 1, 2, 3, 4, 5, dann müsste ich jetzt eigentlich als Budgetspiel auch nochmal Super Mario 1, 2, 3 und 4 rausbringen. Und ich glaube, das werde ich auch tun. Solange
der Kollege Schnürschuh hier unten noch am Machen ist und ich hier oben noch nicht produzieren kann. Muss, darf, soll, kann, ach wie auch immer, werde ich das nochmal machen. Ich mache eine Zweitvermarktung. Ich fange schon mal an, die Superliner 1 bis 5 fürs Bundle dann später jetzt quasi hier zu produzieren. Jetzt muss ich natürlich nur überlegen, ne? Ich glaube, ich muss dann später... Wobei, ich glaube, ich kann später ein Bundle produzieren. Hoffe ich zumindest. Dass er dann alle Spiele im Bundle produziert. So, Superliner 1. Wie lange möchte ich warten? Ich warte 6 Wochen. Entschuldigt bitte. Produziere in dem Zeitraum ein paar Spiele nach und mache eine Marketingkampagne. Wobei, nein, ich mache 8 Wochen daraus. Dann kann ich 2 Marketingkampagnen machen. Gut. Sollte funktionieren. Budgetspiel. Ja, komm. Kannst nicht viel höher drehen. Aus auf 19. Ein Budgetspiel mit 15 ist schon nicht schlecht. Ich lasse es so. Werde ich nicht viel durch einnehmen. Aber ich will ja hier auch in dem Fall produzieren. Budgetspiel. Wie viel nehmen wir denn davon? 500.000 nehmen wir davon. Reichen 500.000? Ja, komm, 500.000 reichen. Ich denke mal nicht, dass wir so viele davon verkaufen werden. Start Marketing-Kampagne für das Superrunner 1 Budget. Nehmen wir die hier. Ich habe jetzt 500.000 davon im Lager. Das muss ich schon verkaufen. Ach so, ja. Wobei, nein, ich verkaufe die Restbestände mal nicht. Ich lasse das mal drin. Vielleicht muss ich danach nicht so viel nachproduzieren. Das kann natürlich auch sein. Komm, dann machen wir hier auch nochmal. Dann nehmen wir nochmal 500.000. Dann haben wir dafür 1 Million im Lager und dann reicht das. Dann reicht das vollkommen aus. Okay, das ist auch fertig. Damit wird dieses Personal hier auch umziehen. Dort hinein. Und ich stelle gerade fest, ich habe jetzt 11 Leute hier drin sitzen. Der Raum ist voll. Der Raum ist proppenvoll. Wenn ich das Gerät hier rausnehmen würde und das Regal rausnehmen würde, dann könnte ich hier noch einen Schreibtisch querstellen. Könnte ich auf 12 erhöhen. So, das versuche ich mal. Temporär mal dahin. Und temporär mal dahin. Ich stelle es hier noch einen Schreibtisch zu, ich versuch's zumindest. Könnte ich machen. Könnte auch da noch einen hinstellen, das fällt mir gerade auf. Cool. Ist ein bisschen eng. Aber würde ich machen. Dann habe ich noch einen Schreibtisch mehr da drin. Dann dürfte ich das Gerät eigentlich wieder irgendwo dazwischen pflanzen können. Nee, da könnte ich es hinstellen. Du passt da jetzt aber leider nicht mehr hin, aber da passt nur ein kleiner hin. Nicht verhindern, komischerweise. Das wäre eigentlich so passend. Ich doch bestimmt hier drüben irgendwo an die Heizung pflanzen, der kann ich auch nicht. Wenn ich auf die Heizung in diesem Raum verzichte, ist scheiße, ne? Aber versuchen wir es mal so. Ne, geht nicht. Schade, okay, dann so. Und kleines Regal. Boah, kleines Regal würde hinpassen. Würde nur 2 kleine Regale hinpassen. Aber machen wir nicht. Wir lassen das große da drin stehen. Und
Damit habe ich da einen Platz mehr drin gleich. Zumindest einen Platz mehr. Ist zwar nicht schlecht. Ein Produktionsauftrag. Jo. Gut, wir lassen auch eben hier die Kampagne durchlaufen und ich stelle fest, herausgeworfenes Geld. Gut, dann in... Ja, jetzt geht's los. Die Produktion beginnt quasi. So, zack, den Auftrag fülle ich noch ein. Aber die Folge ist auch wieder am Ende. Ich bin gespannt. Die Jungs brauchen definitiv nur ein bisschen Unterstützung bei der Programmierung des Spiels. Der Rest ist nämlich schon fertig. Das heißt, der eine Kollege, der vorne noch in der Ausbildung ist, der muss dringend dahin. Vielleicht sogar noch ein zweiter. Aber da gucken wir in die nächste Folge oder in der nächsten Folge rein. Ne? Dementsprechend, wenn es euch gefallen hat, wisst ihr, was ihr zu tun habt. Ich verabschiede mich für heute. Und wir sehen uns morgen wieder. Ich nehme noch weitere Folgen auf. Dementsprechend, macht's gut und bis dann. Ciao, ciao.